Überhaupt. Mit der Gerechtigkeit, da ist das ja so eine Sache. Eltern mit geringem Einkommen, beispielsweise Alleinerziehenden, sollte geholfen werden, wenn sie arbeiten, es aber trotzdem nicht reicht, um auch den Kindern ein anständiges Leben zu ermöglichen. Und deshalb hat Familienministerin Schwesig den Kinderzuschlag erhöht. Sicher in guter Absicht. Dumm nur, der Zuschlag ist ein Buch mit 7 Siegeln. Oder, frei nach Tucholsky, manchmal ist das Gegenteil von gut nicht böse, sondern gut gemeint. Oliver Heinsch mit den Details. Um Menschen wie sie geht es. Daniela Krämer. Allein könnte sie von ihrem Gehalt als Erzieherin leben. Aber mit ihrem Sohn zusammen ist es schwierig. Für solche Geringverdiener kämpft die SPD-Familienministerin. Eine Kindergelderhöhung von 6 Euro alleine reicht nicht. Dazu muss ein Kinderzuschlag kommen. Niemand solle allein wegen seiner Kinder Hartz IV benötigen. Deswegen ist es meine Aufgabe, jetzt zu kämpfen. Manuela Schwesig setzt beim Finanzminister eine Erhöhung des Kinderzuschlags durch. Von 140 auf 170 Euro. Damit Eltern, die jeden Tag fleißig arbeiten, eben nicht in Hartz IV rutschen, weil sie Kinder haben. Das klingt gut, fand auch Daniela Krämer. Sie stellte einen Antrag auf Kinderzuschlag bei der Familienkasse, die auch das Kindergeld zahlt. Und dann habe ich das eben beantragt und dachte mir, okay, ich bin alleinerziehend, mein Gehalt ist jetzt nicht so üppig, könnte ich die Chance haben, dass ich es bekomme. 8 Antragsseiten, diverse Zusatzformulare zu Versicherungen, Miete, Unterhalt und einige Wochen später kommt von der Familienkasse ein Ablehnungsbescheid. Da stand dann eben drinnen, dass ich eben zu wenig verdiene, um diesen Kinderzuschlag zu bekommen. Da war ich dann sehr erstaunt darüber, dass das so ist. Für Daniela Krämer überraschend, auch Geringverdiener können offenbar zu wenig verdienen, um den Kinderzuschlag zu bekommen. Einige Monate später, die Erzieherin hatte eine kleine Gehaltserhöhung bekommen. Jetzt versucht sie es erneut. Ich war da sehr zuversichtlich, weil ich wurde abgelehnt, weil ich zu wenig hatte und dachte mir, gut, wenn es jetzt 100 Euro mehr sind, dann wird es wohl klappen. Doch wieder gibt es eine Ablehnung. Begründung? Jetzt verdiene sie zu viel für den Kinderzuschlag. Da frage ich mich, was muss ich denn verdienen, um es zu bekommen? Einmal ist es zu wenig, einmal ist es zu viel. Wer erhält den Kinderzuschlag und wenn ja, wie viel? Dieses Merkblatt soll es Eltern erklären. 26 Seiten voller Rechnungen, Beispiele und Berechnungen. Selbst für uns Wissenschaftler ist es gar nicht so einfach zu verstehen, ob jemand Anspruch oder auf den Kinderzuschlag hat oder nicht. Der Bonner Wirtschaftswissenschaftler Professor Holger Bonin hat sich intensiv mit den Tücken des Kinderzuschlags beschäftigt. Er kann ihn sogar erklären, wenn man sich eine Weile Zeit nimmt. Das ist für den Einzelnen. Klingt ziemlich kompliziert. Ist es auch. Denn den Kinderzuschlag bekommt man nur, wenn das Einkommen verschiedene Mindestgrenzen überschreitet, aber nicht über einer Höchstgrenze liegt. Wo diese Grenzen liegen, muss für jede Familie neu errechnet werden. Für Eltern wirkt das wie ein Glücksspiel. Bereinigtes Einkommen, angemessene Wohnkosten, Bedürftigkeit. 1 Euro kann alles entscheiden. Auch die Ämter liegen am Ende häufig daneben. Folge: Gerade einmal 30% der Eltern, die rechnerisch einen Anspruch hätten, erhalten den Zuschlag auch wirklich. Die anderen stellen keinen Antrag, scheitern oder geben irgendwann einfach auf. Es geht um die Familien, die sich im Arbeitsmarkt anstrengen, die sind nicht in der sozialen Hängematte, sie tun was. Es reicht aber nicht, um sozusagen die Existenz ihrer Kinder zu sichern. Und wenn man diesen Menschen nicht hilft, weil es den Anspruch nicht gibt, sondern weil sie tatsächlich eben der Anspruch die Menschen nicht erreicht, dann ist das ein Problem. Die grüne Bundestagsabgeordnete Franziska Brandner fordert, der Kinderzuschlag müsse endlich einfacher werden. Vor allem müsse er ganz automatisch von einer Behörde für die Eltern berechnet werden, statt sie vor eine bürokratische Wand laufen zu lassen. Wir finden es sozial ungerecht, dass für die Besserverdienenden der Staat die Aufgabe übernimmt, zu prüfen im Rahmen der Steuer, ob es mehr oder weniger Geld gibt, Kinderfreibeträge, Kindergeld. Und diejenigen, die weniger verdienen, die müssen selber die Anträge stellen, alle Papiere liefern, haben den ganzen Bürokratie-Schlamassel auf ihrer Seite und kriegen deswegen häufig die Gelder nicht. Das ist grob ungerecht. Wir fragen SPD-Familienministerin Manuela Schwesig, was sie von solcher Kritik hält. Schriftlich erklärt ihr Ministerium, es habe bereits erhebliche Vereinfachungen gegeben. Weitere Verbesserungen seien wünschenswert.
Die bisher geforderten Vereinfachungen seien aber ökonomisch ineffizient, also zu teuer. Aus dieser bislang unveröffentlichten Studie geht hervor, mit dem Kinderzuschlag ließe sich Kinderarmut sehr wirksam bekämpfen. Würden alle den Kinderzuschlag erhalten, den er zusteht, könnte man 200.000 Familien zusätzlich aus Hartz IV holen, kosten mindestens 1 Milliarde Euro. Geld, was den Betroffenen eigentlich zusteht und das sich die Politik seit Jahren spart, sagt Professor Bonin. Aber weitere Verbesserungen könnten auch teurer werden und Wahlen ließen sich damit ohnehin nicht gewinnen. Der Familienpolitik ist bewusst, dass tatsächlich der Kinderzuschlag eben nicht so in Anspruch genommen wird und dass man da etwas tun müsste. Aber am Ende werden Wahlen in der Mitte gewonnen. Und das ist also in der Mitte der Gesellschaft, das ist der Kinderzuschlag eine Leistung, die vollkommen irrelevant ist. Insofern kann man auch keinen Wahlkampf darüber führen. Dementsprechend passiert da nicht so viel. Daniela Krämer hat mittlerweile aufgegeben. Sie sagt, statt immer neue Wohltaten für Familien zu versprechen, wäre es schön, wenn erstmal die bereits vorhandenen bei den Familien ankommen würden. Das Ergebnis war eine Riesenenttäuschung. Es sind einfach falsche Versprechungen und nach außen hin hört sich das schön an und jeder denkt sich, wow, da stellen sie was auf die Beine und sehen eben auch die Leute, die arbeiten gehen, aber dennoch wenig haben. Aber es ist halt nicht so.